Hey Leute und herzlich willkommen zum einem Video. Und zwar, ich möchte jetzt einfach mal was anderes machen, außer immer Fitness und so. Das ist ja auf Dauer langweilig. Und zwar, das heißt ja auch Lifestyle Channel und so. Was heißt Lifestyle? Auf jeden Fall möchte ich jetzt sowas machen, wie ich beurteile andere YouTuber. Und ich weiß, soll ich das jetzt sagen? Mit dem, dass es nicht böse gemeint ist, muss ich sagen. Sag's halt, du kannst es ja dann einfach nur darstellen. Also was ich jetzt hier mache, ist nicht irgendwie, ich will hier nicht werten oder... Also alles, was ich sage, ist meine persönliche Meinung. Das soll aber nicht wertend sein oder irgendjemanden angreifen oder irgendjemanden auf meine Seite ziehen wollen. Ich will einfach nur ein bisschen was dazu sagen, weil erstens hat sowas wahrscheinlich, glaube ich, noch nie jemand gemacht. Und deshalb kommt es vielleicht gut an. Und ich werde einfach Leute nehmen, die erfolgreich sind. Also mit YouTube oder... halt relativ bekannt schon oder die ich persönlich cool finde. Also ist eigentlich sowas wie eine Kanalvorstellung schon fast, kann man das so nennen. Und nur halt über große YouTuber. Das heißt, ich mache das nicht, damit sie mich abonnieren oder damit ich gepusht werde von ihnen. Ich finde das einfach interessant. Und ich fange jetzt heute mal mit Flying Uwe an. Und die meisten, die jetzt meine Videos schauen, sind ja eh die Leute, die mich abonniert haben. Sprich, die kennen Flying Uwe sowieso. Weil es war ja, ursprünglich war er ja auch ein Fitness-YouTuber und macht, glaube ich, immer noch ab und zu was mit Training oder so. Zum Beispiel sein Kampfkunsttraining. Und trainiert wurde er auch noch, auf der FIBO war er ja auch. Und einfach nur was Kurzes, also ist jetzt... Ich finde ihn persönlich, es gibt ja viele Leute, die sagen, der ist asozial. Weil er zum Beispiel gesagt hat, er hat so ein MacBook Air gehabt, glaube ich, so ein Pro. Und dann hat er halt das mal hintergeschmissen und dann haben sich halt viele Leute beschwert. Das Video ist, glaube ich, schon 2 Monate alt. Haben die Leute so gesagt, ah, wie du mit dem Geld umgehst, das du durch uns verdienst, das ist voll asozial und du respektierst das gar nicht und du honorierst das gar nicht und alles. Und dann hat er halt gesagt, er könnte es genauso gut auch auf den Laptop drauf scheißen, weil es kann ich ihm nichts wert. Und da können halt zum Beispiel Leute sagen, der ist asozial. Meiner Meinung nach ist es nicht asozial, natürlich ist es vulgär, aber ich rede ja genauso. Ich schneide es nur meistens raus, weil es halt asozial ist. Aber eigentlich, also wie gesagt, ich finde den Typen mega cool, der macht lustige Videos, der unterhält, macht noch was mit Fitness, über sein Leben, übers Zocken, sein Gaming-Channel, das finde ich auch richtig cool, weil ich selber ja auch zock. Jetzt nicht so krass wie er oder wie die Zockerprinzessin, Shoutout. Aber ja, ich finde ihn einfach cool, er ist lustig, er bringt lustige Witze, er sagt das, was er denkt, er verstellt sich nicht. Und ich glaube, das ist halt auch schon viel wert, wenn es jemanden gibt, der sich nicht verstellt, weil ich zum Beispiel am Anfang, als ich angefangen habe mit den Videos, war ich immer so nervös und dachte mir so, ach, kann ich so reden, wie ich bin oder muss ich mich verstellen? Und ich glaube, am Anfang habe ich mich auch verstellt, ich glaube auch jetzt, dass ich jetzt noch mich ein bisschen verstelle. Also verstellen vielleicht nicht mit Absicht, sondern einfach, damit man nicht so asozial rüberkommt. Ja, aber es geht nicht über mich hier. Ich schweife immer ab, das haben ja einige Leute schon gemerkt, verständlich. Ja, wie gesagt, Flying Uwe finde ich richtig mega cool, den Typen. Sein Körper, über den Körper kann man jetzt auch nichts gut, seine Beine, aber der ist ja kein Bodybuilder. Er ist ein Mensch, der gern trainiert, der sportlich sein will. Und ich glaube, dass er seinen Kampfkunst mit so fetten Oberschenkeln halt auch nicht ausüben könnte, weil sie ihn halt einfach langsamer machen würden. Und ja, was soll ich über den noch groß sagen? Jeder, der ihn kennt, feiert ihn bestimmt oder hasst ihn. Ich glaube, das ist so ein Typ, den kannst du nicht mögen. Entweder liebst du ihn und feierst ihn voll oder du hasst ihn, weil er so assi ist und weil er halt einfach seine Meinung sagt und scheißegal, ob das den Leuten gegen den Strich geht, er sagt es halt einfach. Er gibt dann einfach einen Fick drauf und das finde ich halt mega cool. Und auch die ganze mit der Skyler, mit seiner kleinen Tochter, das finde ich halt auch süß. Kann man jetzt auch wieder sagen, das ist nur Clickbait, wenn er zum Beispiel was über sie schreibt. Also könnte möglich sein, aber wer macht keine Clickbaits? Das macht jeder. Und ja, ich glaube, das war es jetzt auch schon, oder? Oder zum Beispiel, da können auch wieder einige sagen, er ist asozial, das mit dem, wo sie über den Taxifahrer beschwert hat und der dann gefeuert worden ist. Ich meine, natürlich war das ein bisschen übertrieben, aber wenn der Typ halt so asozial ist und so stinkt und so unfreundlich, dann... Also da kann man sich doch beschweren. Natürlich muss er halt aufpassen mit seiner krassen Reichweite an Followern. Da könnte schon sein, dass der Arbeitgeber eben das dann auch sieht, was er dann letztendlich auch hat und ihn dann gefeiert hat. Was eigentlich ist übelst mies, irgendwie feiere ich sogar das, weil es halt einfach krass ist, wie so ein großer YouTuber.
Einfluss haben kann, weil der hat ja nur knapp 1,1 Millionen, glaube ich, hat er jetzt. Über eine Million hat er auf jeden Fall schon geknackt. Auf seinem Hauptchannel. Aber das ist krass, was die für eigentlich für Verantwortung haben. Und ich finde auch, er sagt auch, er zeigt durch das, wie er ist, den Leuten, dass sie sich nicht verstellen sollen und dass sie sich nicht der Masse anpassen sollen und so sein sollen wie jeder oder halt einfach so billige Wichser, die einfach jedem nach dem Maul reden und keinen eigenen Charakter haben zum Beispiel. Und das fand ich ja, das ist ganz lustig, ich habe mal so ein Video über ihn gesehen, im Big Brother House. Boah, da konnte ich halt warten, ich weiß gar nicht, ein bisschen über 20 wahrscheinlich war das, 23, ich weiß es nicht. Weiß ich jetzt nicht genau, ich würde es nicht irgendeinem Scheiß erzählen, aber ich fand, da hat er mit einer gestritten, oder mit zwei Stück, glaube ich, sogar gleichzeitig. Und er hat einfach, ich fand das halt so geil, weil er halt einfach immer das letzte Wort haben wollte und immer noch einen miesen Spruch oder eine Verarsche auf Lager gehabt hat, obwohl er eigentlich in der Klemme saß, aber er hat einfach nicht sein Maul gehalten und er hat weitergemacht und deshalb ist er wahrscheinlich so weit gekommen, wie er ist und verdient sein Geld. Und deshalb feiere den Typen einfach, ich finde es immer wieder lustig, die Videos von ihm anzuschauen. Und jetzt zum Beispiel genau noch ein anderes Video, wo er dann gesagt hat, Geld ist ihm nichts wert. Und wo er dann so 300, 400 Euro aus den Taschen gezogen hat und so zerknüllt und weggeschmissen hat. Und ich finde, die Message dahinter, natürlich gehen Leute, die nicht viel Geld verdienen und nicht viel Geld haben, sagen dann, oh, wie kann er mit Geld so umgehen, aber er hat wahrscheinlich genug Geld. Und jeder Mensch, der irgendwie ein bisschen Grips hat, weiß, dass das Leben nicht nur aus Geld besteht. Natürlich braucht man es zum Überleben. Da gibt es den billigen Spruch, Geld macht nicht glücklich, ja, aber es beruhigt halt unglaublich. Also wenn du 100.000, 200.000 am Konto hast, dann weißt du halt einfach, hey, ich habe wenigstens ein Polster und egal was ist, ich werde überleben. Und wenn er so viel Kohle hat, und er hat ja einiges an Geld, denke ich mal, weiß ich jetzt nicht, ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber ich finde die Message halt gut, dass die Leute nicht immer so materialistisch sein sollen, was er meiner Meinung nach auch vermittelt. Weil alleine, dass er noch trotz seines großen Erfolgs in einem relativ überschaubaren Haus wohnt, seinen alten Camaro fährt und sich nicht irgendwie ein Ferrari kauft oder sonst was, was er sich mit Sicherheit leisten könnte, das finde ich halt auch cool. Er ist bodenständig und er lässt sich nicht verbiegen und er vertritt Werte und deshalb finde ich ihn cool. Natürlich sind, wie gesagt, manche Aussagen ein bisschen assi, aber das ist halt er und das feiere ich auch an ihm und ja, ich rede schon wieder um heißen Brei irgendwie, glaube ich. Aber wie immer war das jetzt die erste Ding und ja, ich hoffe, ihr fandet es irgendwie cool, unterhaltsam. Ihr könnt auch gerne eure Meinung da lassen über ihn oder wenn ihr Ideen habt, über wen ich was sagen könnte, wenn euch das interessiert. Und ja, dann bis zum nächsten Video und ciao, ciao.